Willkommen zum nächsten One vs. One Match zwischen X Marlon mit Kyle und Caro, Mausi mit Kennen. Ich habe mal wieder gesagt, dass sie doch bitte keine AD Carries picken sollen. Und netterweise haben sie das natürlich auch getan. Und ja, dementsprechend fehlen noch die Buns aus. Im letzten Game habe ich das erst später gesagt, dass sie keine AD Carries picken sollen nach den Buns. Ja, diesmal wurden gebannt Yorick, Fiora, Lulu und Renekton und Master Yi, Tryndamere, Jax und Aatrox. Also man sieht keine Range AD Carries, weil die ja dann automatisch mit raus sind, weil sie so nett sind. Und da ist schon der erste Boomerang getroffen worden. Ich hätte mir jetzt nicht unbedingt einen Hextrich Revolver gekauft. Obwohl er auch nicht schlecht ist, das stimmt schon. Aber ich glaube, ein bisschen mehr Sustain könnte nicht schaden. Oder zwei Zauberbücher und ein Boots und ein paar Boots, damit man halt ein bisschen schneller ist. Kann schon nicht schaden. Ja, sie könnte jetzt langsam reinlaufen. Was hat sie denn geskillt? Oh, kein E geskillt. Warum skillt man denn den E mit Kennen nicht? Ist ja Wahnsinn. Würde ich doch glatt skillen. Auch wenn man, gerade wenn man keine Boots hat, würde ich ja skillen. Ja, sie sollte sich... So much damage von Kyle. So much damage. Ja, Dorans Blade hätte ich mir gekauft. Also, Hybrid-Cannon ist ja okay. Ist ja kein AD-Carry. Dorans Klinge ist natürlich kein schlechtes Item auf Cannon. Ein bisschen Sustain kann nicht schaden. Und da kriegt sie schon wieder voll eins auf die Fresse. Ja, da fehlt der E. Da fehlt er eher, um zu entkommen und ein bisschen Armor und Emrys zu bekommen während des Flights, sage ich mal so. Ja, da fehlt definitiv das E. Also ich hätte nicht auf jeden Fall zweimal den W geskillt, sondern wenn dann zweimal den Q oder halt alles einmal. Das schadet auch nicht. So, aber 5 zu 6 CS ist jetzt bei beiden nicht so unbedingt toll. Ja, das sollte schon, glaube ich, die zweite Wave sein an Minions. Und da schon den nächsten Minion nicht bekommen. Eieieiei. Ja, also eine Minute bis zum Heal-Pack. Oh, da hätte er locker schießen können. Also zweimal... Ah, das war doof. Man hätte den Auto benutzen sollen. Und da geht der Cannon fast drauf. Ist knapp, hat es überlebt. Ein Hit noch von Kyle. Und er wäre gestorben. Aber sie hat es noch knapp überlebt. Also das war wirklich knapp gewesen. Man sollte vielleicht... ja, gut, gegen Kyle sollte man sich doch ein bisschen... Ja, Sustain kaufen. Also Dorans Klinge wäre... hilfreich gewesen oder halt ein Dorans Schild. Aber irgendwas Sustain-mäßiges, Hextrich Revolver ist zwar nicht schlecht, aber das, ja, da braucht man halt ein bisschen mehr AP, um da wirklich Schaden zu machen, um da wirklich Leben wieder mitzubekommen. 20 Leben ist ja nur wirklich gar nichts. 13 zu 10 TS, das sind beide nicht unbedingt die super tollen Leute im Last City. Na, da hat sie wenigstens eh mal geskillt und da kommt gleich keine Kuh rauf geskillt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, meine ich. Ja, die Kuh schon auf Stufe 360 Schaden plus 50 durch die einzelnen Dinger. Das ist schon Wahnsinn, wie viel extra Schaden das macht. Werde ich mir beim nächsten Arm wahrscheinlich auch mal reinziehen, statt den E hoch zu skillen. Werde ich mir einfach mal den Kuh hoch skillen. Einfach, weil er extrem viel Schaden macht. Man merkt es schon, 160, 7,8 Sekunden Kuh da. Und vor allem, das Movement Speed wird reduziert um 45%. Das ist nicht schlecht. Ja. Gibt es denn irgendwas eigentlich Wichtiges zu erklären? Ich glaube nicht. Ich mache es trotzdem einmal. Einmal haben wir die Passive von der Kayle Holy Fever. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Jedes Mal, wenn Kayle Champion Attack verliert, dieser 3% Armor und Magieresistenz für 5 Sekunden. Und das deckt insgesamt 5 Mal, also 15 Armor und Magieresistenz würde der Feind verlieren. Dann haben wir einmal die Kur, das Reckoning, was man ja schon extrem sieht, wie krass das skaliert oder wie krass Grundschaden das hat. Ja, das macht Damage, skaliert auf AP und AD, deswegen ist Kayle auch ein richtig guter Hybrid-Champion. Auch weil der eh auch ein bisschen Auto-Hit-mäßig relativ gut stark ist. Dann haben wir noch einmal den Effekt auf der Q, dass der Feind geslowt wird und auch ein Stack von der Passiven getriggert wird. Verliert also Armor und Magieresistenz. Das würde ich nicht unbedingt als Cannon davor laufen, das war doofes Positioning, aber egal. Dann hat sie einmal noch den W, das ist Divine Blessing. Sie healt sich oder einen befreundeten Champion für 60 plus 10, also relativ wenig AP-Skalierung, 1 zu 3 etwa. Und macht diesen schneller für 3 Sekunden um 18% auf Stufe 1. Dann haben wir noch einmal den E, den Righteous Fury. Sie bekommt Range Attacks, also sie ist ja ursprünglich Melee. Und durch den E bekommt sie... Oh, das war ein schöner Stun.
bekommt sie Range Attack, und zwar bekommt sie dann 400 Range dazu für 5 Sekunden, für 10 Sekunden, und die Basic Attacks dealen zusätzlichen Schaden pro Hit und sogar noch AOE. Oh, das war natürlich schlecht von der Kai. Aber da kam die... Warum? Warum, Kennen? Warum hast du die Ulti nicht gezündet? Du hättest so easy fighten können. Du hättest seine Ulti rausbaiten können. Oh, 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 nice. Ah, komm. Du musst auf jeden Fall... Go. Ah, der Auto-Hit hat gefehlt. Warum machst du keinen Auto-Hit? Die sind beide relativ low-life und ja, die können sich beide halt nur bedingt hochhealen. Das bisschen Heal, was sie hier hat, ist ja nix. 60 plus 11 ist ja wirklich gar nichts. Also man sollte, wenn man Kennen hat, sollte man wirklich aggressiv mit dem W reingehen. Wenn man den W aufgeladen hat und jetzt halt die Fresse Keil, dann sollte man definitiv reingehen, den W raufhauen, dann einmal die Q und dann den W, damit der komplett instant gestunt wird. Also den Stun innerhalb einer Sekunde raushauen und dann halt mit der Ulti direkt drauf. Und jetzt Ulti setzen. Ah, okay, dann halt nicht. Ja, es ist extrem schwer mit Kennen im Early da viel machen zu können gegen den Keil. Ist halt extrem stark durch diese, durch die Kuh. 260 Grunddamage und dann 25 und 32 durch AD und AP und 55% Movement Speed Reduktion. Das ist schon Wahnsinn. Ja, beide haben noch Exhaust und Barrier dabei. Kann also, ja, beim Teamfight bringt für Kennen halt nicht viel. Sie ultiert einfach, aber sie kann immer noch gestunt werden. Sie ist halt nur von Schaden immun, aber nicht von CC. Na, ah, das ist mies. Und da hat es wieder nicht getroffen. Ah, Karo! Zielwasser trinken! Red Bull! Red Bull verleiht Aiming! Ja, 31 zu 50 CS, also das ist ein wahnsinniger Sprung schon nach 6-7 Minuten vom CS. 20 CS mehr, also Wahnsinn. Da hat die Kai schon ziemlich gut vorgelegt. Da sollte sich Karo etwas spurten, damit sie da nicht so schnell verreckt. Und ich lese ab und zu meinen Endgame-Chat und da fragt halt jemand, bestellt ihr immer zufällig regelmäßig aus China? da mache ich mir ein bisschen Sorgen um die Leute, was die da bestellen. Na, 56 zu 33, 57 zu 33 CS, also ist ein wahnsinniger Unterschied bisher. Oh, Karo, Karo, Karo. Das Aiming hat sehr, sehr nachgelassen. Aber sie hat getroffen. Ja, jetzt muss sie noch eine Kuh reinhauen. Ah, ist das Heatpack? Das Heatpack ist gerade gespawnt. Konnte sie sich also ganz gemütlich zu Gemüte führen. Ah, ein Auto-Hit. Mensch, Karo, jetzt mach doch mal. Ah. Ich möchte einen kleinen Tipp geben, dass die W auch diesen Stun auslöst, ja, die Passive von Kennen. Ja, wir waren bei Cash stehen geblieben, da bekommt sie ja zusätzlichen Schaden und 30% des Deck Damage plus 40 plus 13 Magen Schaden pro Attack allein die umliegenden Feinde der AOE Schaden. Doch, Karo, wirklich, die W, das ist wirklich so, ungemist, glaub's mir. Dann hat sie einmal auf die Intervention, wie auch immer man das ausgesprochen haben möchte. Oh, da hätte die Kennen reingehen müssen. Die Kennen. Das war die perfekte Gelegenheit, die zu stunnen. Also das war perfekt, da ging es überhaupt gar nicht. Da hätte man direkt raufgehen müssen. Ja, dann haben wir noch einmal Kennen. Der Champ, der OP ist. Überhaupt Mark of the Storm. Kennens Fähigkeiten fügen so eine Mark des Storms im Gegner hinzu für 6 Sekunden. Und wenn die 3 Mark of the Storm erreicht worden sind, wird der Feind gestunt und Kennen bekommt 25 Energie wieder. Und zwischen den Effekten hat 7 Sekunden Cooldown. Also kann ich innerhalb von 7 Sekunden zweimal aktivieren, wenn diese Passive. Also er kriegt nicht jedes Mal 25 Energie wieder, sondern nur alle paar Sekunden 25 Energie. Ach Gott, hat die schon wieder verfehlt. Oh mein Gott, Karo, 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 Karo. Ja, dann haben wir da mal eine Kuh. Ah, der wird Ulti wahrscheinlich, oder? Ne, doch nicht. Da hätte ich einfach mit der Barrier gebaitet. Also die wäre so oder so tot gewesen. Das wäre ein easy first blood gewesen. Da, ran zu Ehen, zu Ultien, das Exos draufzuschmeißen. Obwohl das Exos erst nachdem die Ulti wieder abgeklungen ist. Aber das war wirklich ein easy first blood gewesen.
Und die Last Hitting Skills. 22 Last Hits, 32 Last Hits im Rückstand. Also da muss viel getan werden. Und den Last Hit bekommt sie auch nicht. Da hat sie Q benutzt, um den Last Hit zu bekommen. Das war natürlich nicht schlecht, aber gut. Dann haben wir noch einmal ja die Kur. Das Thundering Shuriken. Das Donner Shuriken, was bei Kennen den meisten Schaden mitmacht. Jedenfalls am Anfang. 235 Grundschaden. Ist halt ein Skillshot, den man in eine bestimmte Richtung schmeißen muss. Ach du Scheiße, der Schaden ist so extrem. Ja, und dann addet halt so eine Mark of the Storm dazu. Und ja, dann gibt es noch den Electric Surge. Einmal hat es eine Passive. Alle 5 Auto-Hits bekommt Kennen so einen kleinen Shuriken, den man hier sieht. Und das hat gefallen. Für Kyle, da hatte man gerade noch den Shuriken in Kennens Hand gesehen. Diesen leuchtenden, der macht halt extra Schaden und triggert sogar noch eine Mark dazu zum Feind. Macht ein bisschen extra Schaden und als aktive, wenn der Feind so eine Mark auf sich drauf hat, dann kann man den W benutzen, um diese auszulösen, beziehungsweise ein bisschen mehr Schaden hinzuzufügen und sogar noch eine extra Mark hinzufügen, also Q, den W Auto-Hit und dann W benutzen und er hat instant die 3 Marks und wird gestunt, also das ist definitiv echt krass, der Stun-Burst, sage ich mal, von Kennen. Ja, das ist das gewesen und dann gibt es auch aber den E, den Lightning Rush, der Kennen wird ein bisschen schneller. Macht 85 plus 114 magischen Schaden, wenn er durch Einheiten durchfliegt und addet so eine Mark dazu. Und zusätzlich bekommt er, während er in diesem Rausch ist, nochmal Armor und Magic Resist dazu für 4 Sekunden. 10 Armor und 10 Magic Resist, also schon relativ viel. Und wenn Kennen zweimal durch dasselbe Ziel okay, also wenn er... Gut, also bisher habe ich das immer so verstanden, wenn er mit dem E durch jemanden durchfliegt, der schon so eine Mark drauf hat, dann kriegt er 40 Energie wieder, aber anscheinend nicht. Irgendwie ist das gerade etwas merkwürdig mit dem Text hier. Na, ist ja auch egal. Und der Lightning Rush dealt die Hälfte der Schaden an Minions, also 100% an Champions und 50% an Minions. Und dann haben wir noch den Slicing Maelstrom, die extrem starke Ulti von Kennen und der ist schon wieder tot. Na, jetzt habe ich vielleicht auch nicht den... Oh, oh, nice. Oh, Caro, oh mein Gott. Ja, sie hielt sich jetzt wieder enorm hoch. 103 CS zu 53, also die Hälfte hat sie gerade mal im Gegensatz zur Kyle. Also schon Wahnsinn, wie viel Unterschied das ist. Aber sie hielt sich jetzt wieder easy hoch. Sie müsste. Caro müsste jetzt einfach drauf gehen, eiskalt. Und ihn töten. Da ist hier. Komm, Kennen ist ein aggressiver Top-Laner oder Midlaner oder ein AD-Carry. Hier ist nichts mit defensiv. Einfach rauf da. Okay, hat sie Ulti gerade nicht, aber los. Oh mein Gott, Caro, Auto-Hütte doch mal. Man fragt sich echt, ob die Leute gerade den Champion zum ersten Mal spielen. Denn so kommt mir das gerade ein bisschen vor. Sehr schade allerdings, dass Kennen ist ein extrem starker Champion, hat extrem viel Potenzial und der Tower ist gleich weg, aber man muss ihn natürlich gut einsetzen können. Wenn man das nicht kann, dann sieht das natürlich extrem schlecht aus. Ja, Kyle ist wieder Full Lifers und ist immer noch nicht einmal gestorben. Ich glaube, sie wird auch nicht einmal sterben. Aber Kennen wird noch ganz, ganz oft sterben. Einfach weil er extrem so squishy ist und die Kyle nicht ununterbrochen angreift und tötet und so weiter und so weiter. Da fehlt die Aggressivität und der Tau ist weg. That's slow. Der ist extrem heftig. Das ist Kyle halt. Ja, das erste Mal, dass sie wirklich durch die Minions Lightning Rush, so wie ich das mitbekommen habe. Ist ja Wahnsinn, nach 15 Minuten mal die Fähigkeit richtig auszunutzen. Ja, da dachte ich schon, dass da die Kyle drin ist. Na, schade, dass sie hätte mehr baiten müssen. Sie hätte wesentlich mehr baiten müssen, dass die Kyle wirklich noch Tower divet. Aber das sieht extrem schlecht aus für Caro. Da gebe ich dem Spiel nicht mehr lange.
Ah, die Kuh hat getroffen sogar noch. Ist ja Wahnsinn. Ah, der Tower hat nicht angegriffen. 132 CS. Sind 7300 Gold schon auf Kai. Das ist schon relativ viel. Da kann sich ein Gunblade kaufen. Da kann sich ein Rageblade kaufen. Da kann sich so viele Blades kaufen. Blade of Dream King gibt es auch noch. Trinity Force kann sich noch kaufen. So viel Zeug, was ich kaufen müsste. Also da reichen 10.000 Gold. Ich brauche 20.000 Gold. Und wieder eine Kuh. Oder auch nicht. Da hat sie nur die E gezückt. Und da kann sie die Kuh rausschneiden. Und jetzt ist sie tot. Warum sie nicht weiter gechased hat? Sie hat doch eine Ulti ready. Die kann sie doch gerne nutzen. Aber gut. Karo hielt sich die ganze Zeit nur in die Hitpacks hoch. Und geht viel zu wenig aggressiv rein. Ja, und irgendwo gab es hier diesen Keybind-Ding. Toggle Spectator hat, ist schon richtig. Toggle Teamfight Aoi, da. Und wenn es die A hier, das ist das neue Feature, was Riot eingebaut hat. Sieht ein bisschen gay aus. Aber da ist das Wichtigste mit drauf. HP, die Summoner Spells und wie lange die noch tot sind und warum auch immer da ein Schwert über Cannon ist, das weiß ich nicht. Vielleicht, dass er eine Ulti war oder so? Keine Ahnung. Einfach kann man hier diese neue. Ich empfinde es aber besser, einfach nur die H zu drücken, das komplett auszublenden. Das empfinde ich irgendwie ein bisschen besser. Obwohl das natürlich bei 5 Leuten jeweils auf jeder Seite natürlich recht geil aussieht, muss ich sagen. Ja, da ist das Berserker Greaves, das Nashor's Tooth und das Rage Belt. Also, da gebe ich höchstens dem Game noch 10 Minuten. Dann ist das auch gelaufen. Denn Kai macht jetzt so extrem viel Schaden. 232 AP. Hat sich also noch ein Needlessly Large Shot gekauft. Das Q macht jetzt so viel Schaden. Also über 500. Wird er vielleicht die Mine jetzt angreifen? Alter, so strong. Ja. Also sie hat ein bisschen Lifesteal. Wo hat sie den Lifesteal her? Ich glaube, sie hat einfach nur in den Runen ein bisschen Lifesteal drin. Achso, Doran's Blade, klar. Ja, es ist... Oh, mies. Das war mies. Dass direkt dann dort der Dings gespawnt ist. Na, oh, das war ein schönes Sonjas. Das war ein extrem schlechter Shuriken. Der hat da nicht mehr ganz getroffen. Aber das war ein sehr schönes Sonjas. Da ist ein Vota auf Kenner. Also ich würde mir statt ein Vota lieber das neue Jungle-Item kaufen. Das ist extrem gut. Vor allem, das bringt extrem viel Spellvamp. Und WOA ist halt wirklich nur für wirklich Teams. Also ja, wenn du Vota kaufst im Team, dann hast du auf jedem 30 AP und Spellvamp. Oder Spellvamp ist das sogar auf... Ja, Tatsache. Also 30 AP und Spellvamp auf allen Befreundeten und auf dem... Ja, das bringt halt im Team relativ viel. Aber im Solo-Play, das ist nicht wirklich unbedingt toll. Da würde ich mir doch lieber das Jungle-Item kaufen. Ja, das Fury hat kaum noch Cooldown auf der Kay hier. 6 Sekunden. 12 Sekunden. Ja, das ist schon wieder gestunt worden. Da ist jetzt ein Auto-Hit-Fight gewesen und damit ist das One vs. One vorbei. X-Marlon hat mit Kyle gewonnen. Karo hat leider mit Cannon verloren, also da muss wirklich ein bisschen mehr Aggressivität demnächst rein. Aber das kommt alles schon noch, ja. Kyle hat gewonnen. Mit Nashor's Tooth und Ragebat ist einfach Kyle, ist so eine Monsterbestie. Und jetzt habe ich direkt in den Endscreen gehauen, warum auch immer. Rausgehauen. Ja, Marlon hat gewonnen. X-Marlon ist eine Runde weiter. Hat sich noch exekutieren lassen. Und das Ding sieht echt geil aus, wenn er schießt. Kommt so ein Auge raus. Ah. Warum, Leute? Warum? Warum müsst ihr so dumm sein? Ist ja nicht so, dass wir alle vielleicht noch irgendwas anderes zu tun hätten. Nö, 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 nö. Ist mir egal, ich beende das Spiel jetzt. Ich habe keinen Bock auf noch mehr Time Waste. Ihr verzeiht mir aber, das Game ist eh locker gewonnen, wenn ich jetzt im Ending Screen schaue. Blaues Team hat gewonnen, das blaue Team ist Kyle. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Game wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert es, bewertet es, liked es, shared es, was auch immer. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Match wieder. Bis dann!